So, liebe Freunde des gepflegten Simulatorfluges, willkommen zurück mit einem neuen Tutorial-Video. Und zwar geht es heute um die Focko F28 von Just Flight, ein Oldtimer, der wirklich sehr schön umgesetzt wurde, was Systeme und was Optik betrifft. Flieger gibt es bei Just Flight direkt oder ich meinte mittlerweile auch auf Simmarket, kostet gut 70 Dollar, also nicht ganz billig, aber wir erhalten hier wirklich ein gut modelliertes Flugzeug, zwar nicht mehr aktuell in Betrieb oder nur noch ein paar ganz wenige Carrier, die den einsetzen. Aber früher durchaus ein häufig eingesetztes Kurzstreckenflugzeug. Wir fliegen heute für diesen Tutorialflug von Rotterdam nach Stuttgart. Für die KLM war ein großer Carrier mit Fokkers in der Flotte. Und ja, das soweit der Plan für heute. Die Passagiere sind bereits am Boden und dann gehen wir auch gleich mal ins Cockpit rein. Schaffen uns kurz einen Überblick. Auf den ersten Blick vielleicht, soll ich sagen, leicht erschlagen, die vielen Analoganzeigen, Schalter und so weiter, aber im Nachhinein muss ich sagen, der Flieger ist eigentlich ganz aber relativ einfach zu bedienen. Es ist nicht so kompliziert, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Gut, ansonsten hier Cockpit auf jeden Fall schön modelliert, so mit der typischen Just Flight Patina, oder ich weiß nicht recht, wie ich dem sagen soll. Aber auf jeden Fall gut gemacht, schöne Texturen, sehr detailverliebt, also da die 70 Dollar sicher am oberen Limit, aber kann man noch als gerechtfertigt anschauen. Gut, ein kurzer Überblick über das Cockpit. Wir haben hier unsere primären Fluginstrumente für den Co-Piloten und für den Pilot in Command. Dann in der Mittelkonsole eigentlich die Anzeige für unsere Triebwerke. Dann hier haben wir Hydraulikanzeigen, Spritanzeigen, dann die ganze Schubhebelgeschichte. Dann hier können wir unsere Lichter steuern, die großen Trimhebel und Trimräder, und hier unten haben wir eigentlich noch unsere Funk- und ATC, also Traffic-Geräte. Autopilot, Hauptschalter und so weiter finden wir hier, und hier unten haben wir noch einen Gaslock, der uns die Flight Controls blockiert, wenn wir im Gate stehen. Gut, dann hier die, ich sag mal, Autopilot-Sektion. Vielleicht ganz wichtig von Anfang an zu sagen, wir haben hier einen separaten Flight Director und dann den Autopiloten. Beides völlig unabhängig voneinander, also man kann hier einstellen, was man will. Das hat keinerlei Einfluss auf die aktivierten Flight Modis und umgekehrt. Also muss man hier immer schauen, dass man entsprechend das korrekt dann auch auswählt, welche Flight Director Anzeige man wünscht. Hier noch die Navigationsempfänger 1 und 2, die entsprechenden Kursselectors dazu und ein Heading Selector. Dann das Overhead ist eigentlich auch nichts wirklich Kompliziertes. Wir haben hier links eigentlich die Electrical Section, wo wir die Buses speisen können, je nach Quelle.
alles mit diesen weißen Linien ein bisschen dargestellt, dass man sich das vorstellen kann, den Zusammenhang der Systeme. Dann hier haben wir die APU und Engine Start Panels. Hier unten können wir unsere Spannungen prüfen. Dann hier haben wir die Kabinendruckanzeigen und Einstellungen. Dann hier oben haben wir die Klimaanlage und das Anti-Eis noch. Genau, das ist eigentlich so das Gröbste. Also wirklich nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick aussieht. Dann haben wir hier auch ein Tablet drin. Das kennen wir schon aus der 146, sage ich jetzt mal. Hier mit dem OFP, im Brief Import, eine Map. Die Navigraph Charts, Aircraft Einstellungen, Notizblock Checklisten und noch einen TOD Calculator und ein paar wenige globale Settings. Wenn ihr einen SimBrief Username eingebt, könnt ihr hier den Flug direkt requesten, kriegt ihr sauber die Wetterinformationen dazu oder den gewohnten Flugplan. Hier eine Map, halt eine Map, macht nicht mehr als eine Map. Ein bisschen die Orientierung hat, dann hier die Charts von Navigraph. Wenn ihr da ein Abo habt, kann man sich das hier auch anzeigen lassen. Den Flieger natürlich auch. Kann das hier noch als Favorite markieren. Dann sicher wichtig hier die Aircraft-Einstellungen. Wenn wir einen SimBrief Plan geladen haben, können wir hier auch gleich den Sprit und die Passagiere laden. Das machen wir jetzt auch. Sind wir schon fertig beladen, 35 Paxe, 5,4 Tonnen Sprit haben wir heute dabei. Unser CG wird auch direkt berechnet mit einem Klick in dieses Feld. Sehen wir, stellt uns hier die Trimmung gleich korrekt ein. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann noch ein paar Aircraft State und Cabin Announcements, die wir hier auswählen können. Sicher wichtig hier noch, Zahnrad, haben wir noch ein paar Global Settings. Ja, das macht das, was da steht. Sicher das Wichtigste hier, dieser GPS Navigation Button. Ihr seht hier einen 530er in der Mittelkonsole. Defaultmäßig haben wir da das Wetterradar, das sowieso inop ist. Und wir können uns aber da das 530er anzeigen lassen und damit dann eigentlich auch einen ganz normalen GPS-Flugplan abfliegen, was wir heute auch tun werden. Gut, das wäre mal so das Gröbste. Dann würde ich sagen, wir connecten mal noch die Ground Power, die sehen wir hier. Auch schön simuliert mit dem Diesel und hier schön an zu laufen. Oben sieht man die heißen Abgase rauslaufen. So, jetzt dreht er hoch. Dann haben wir hier nämlich auch Ground Power und dann starten wir mit dem Hochfahren des Fliegers. Wir gehen hier in der Electric Section und machen als erstes den Battery Master Switch auf On. Flieger erwacht zum Leben und hier sehen wir ready für die Ground Power und die connecten wir uns auch direkt dazu. Gut, dann können wir hier mal kurz die Spannung Batterie 1 prüfen, External Power und Batterie 2, das sieht alles gut aus. Die Emergency Lights gehen auf On, die Passenger Signs gehen auf On
Und hier die Window Heater gehen auf Low. So. Dann als nächstes schalten wir uns hier unten die Avionik Masters ein, dass hier die Garmin und die restliche Avionik hochfährt. Ganz vergessen, wir haben ja noch eine Begleitung heute dabei. Mein Kater Morpheus hat sich noch auf den Co-Pilotensitz geschwungen und wird uns bei diesem Flug begleiten. Da wir keinen SIM-Brief-Import haben, mache ich das über das GTN 57 von PMS. Wir initialisieren uns hier mal den oder die GPS-Satelliten. Im 57er haben wir einen SIM-Brief-Import drin und den werden wir hier auch nutzen. Der überträgt das dann hier ins Standard-Navi rein. Geht allerdings hier nur mit der Premium-Version, kann ich aber auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Das geht da manchmal ein paar Sekunden. Haben hier aber den kompletten Flugplan gleich drin. Genau. Der hat uns ja auch gleich die Departure mit reingezogen. Das prüfen wir mal schnell. Woody 2 Bravo Yankee. Gucken wir uns mal schnell an. Wieso gibt er uns hier die Lunik? Das ist ein Flugplan hier, das stimmt doch nicht. Ah, sorry, ich habe ja einen falschen Flugplan drin. Also 2-4, wo die 2 Bravo Yankee, das schlägt er hier auch so vor. Wir müssen ja ziemlich nach dem Takeoff dann nach rechts drehen, 400 Fuß, spätestens dann hier mit 220 geht es dann Richtung Woody. Also die Departure, die können wir so drin lassen, diese Woody 2 Bravo, wir können sie nochmal laden, aber das sollte eigentlich so direkt
korrekt drin sein. Ja, das sieht doch gut aus. So, Initial war 3000. Das drehen wir uns hier mal in den Altitude Selector ein und das QNH hier in Rotterdam ist 1002. Genau. Das passt. Dann werden wir mit Squawk 1000 fliegen. Das können wir uns auch schon mal eindrehen. Dann sind wir hier flugplanmäßig eigentlich soweit durch. Gut, wir könnten jetzt hier noch ein paar Checks machen. Wir hier mal ganz grob ganzen Anzeigen hier, Ground Proximity Warning. Ich habe da immer ein Problem, dass es irgendwie hängen bleibt. Darum lasse ich das jetzt mal für heute. Hier die Annunciator Boards. Das Position High können wir noch testen. Hier die Kontrollleuchten, dann Engine Warning, Left, Right. APU da drauf bleiben, bis die Lampe leuchtet und dann kann man das hier wieder resetten. Lampe ist für die da oben. Dann hier das Warning Panel. Co-Pilot. So. Die Pumps testen wir. Sieht gut aus. Ja, das sind so die wichtigsten Checks. Genau. Kann das noch, gibt noch mehr, also das wirklich jetzt hier nur rudimentär. Gut, wir sind beladen, wir haben unseren Flugplan drin und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier oben hin und kümmern uns noch um unsere Kabine. Mal schnell schauen, wir steigen heute auf 25.000 Fuß. Die Altitude drehen wir uns hier ein mit dieser Anzeige, immer 1000 Fuß drauf rechnen, 26, dann haben wir hier eine Kabinenhöhe von 4000, die er dann im Reiseflug hat und unser Baro sieht man hier sehr schlecht, schwarz auf schwarz, das kann man nur so ungefähr einstellen, aber das sollte so passen. Von 0, 0, 2. Gut, dann können wir als nächstes die APU starten. Dazu gehen wir hier ins Overhead Panel und resetten hier zuerst den Generator Free, schalten dann die APU Main ein. Es braucht ein bisschen Zeit, bis hier die Klappe offen ist. Also ja, knapp 10 Sekunden oder so. Also ein bisschen warten hier, wenn ihr die APU eingeschaltet habt und dann hier mit diesem Start-Button drauf drücken und wir sehen hier, wie die RPM und die Temperatur hochgehen. Warten, bis sich das hier bei 100 stabilisiert hat und die Temperatur auch so um die 400
jetzt die APU da und wir connecten den Generator 3. Prüfen da auch mal kurz die Spannung. Das sieht gut aus. One müsste off sein. Passt zu Generator 2 auch. Die External haben wir auch noch. Gut, dann sind wir jetzt auf der APU. Wir schalten noch den APU Bleed ein und haben jetzt die Möglichkeit, entweder die Kabine oder das Cockpit bereits mit Klima zu versorgen. Wir versorgen jetzt heute die Kabine. Ist ja nicht so warm. Wir halten das hier vorne gut aus. So, dann sehen wir hier auch den APU, das APU-Licht, das leuchtet. Genau, Hydraulik haben wir hier auch. Wir können mal die beiden elektrischen Hydraulikpumpen noch zuschalten und ein bisschen Hydraulikdruck aufbauen. Genau, das reicht soweit mal. Und dann wichtig hier noch, diese TTS-Switches müssen auf Takeoff stehen. Das sicher noch kontrollieren. Und dann können wir hier unsere Navigationslichter, unser Beacon mal on machen. Dann machen wir die Türen zu. Die GPU können wir connecten. Weg, hören wie sie abstellt, die Parking Brake ist gesetzt, können wir eigentlich die Jocks auch wegmachen. Unser Transponder geht noch auf On, können noch den TCAS Test machen, den haben wir ganz vergessen. TCAS System Test, okay. Auch gut. So. Ah, ich habe vorhin noch vergessen, hier die Autopilot-Modis, die wir überhaupt haben. Roll hält er die, den aktuellen Rollwert. Heading ist klar, hält er das eingestellte Heading hier über den Button. Und Beam ist, um den Flugplan oder Localizer abzufliegen. Pitch hält er den aktuellen Pitch. HT Heave der Höhenhaltemodus. IAS der Geschwindigkeitshaltemodus und Glide ist dann für den ILS-Anflug, um den Glidepfad aufzunehmen. Und das hatte ich nämlich noch ganz vergessen. Ja, dann würde ich sagen, können wir die Kiste mal starten. Dazu gehen wir hier oben in das Engine Panel, der Master Switch geht on und wir starten jetzt zuerst die rechte Engine. Warten hier, bis die RPM kurz bei 20 ist. Dann geht hier der Fuel Switch auf Start. Dann sehen wir hier, die Ignition fängt an zu leuchten und unser Triebwerk dreht hoch.
Jetzt hat der Generator connected, man hat das Gefühl, da explodiert was. Wenn das Zündlämpchen hier off ist, dann können wir die linke Engine starten. Warten auch hier, bis die RPM da kurz vor 20 ist. Gehen hier auf Start. Die Booster Pumps müssen natürlich noch an. Die hätten wir vorhin schon anmachen müssen. Die Birk ist jetzt trotzdem gestartet. Die Engine dreht auch hoch. Das bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das gehen darf, wenn hier die Booster Pumps nicht auf uns sind, aber ja, hat scheinbar funktioniert. Gut, sind jetzt beide stabil, wir haben überall Öldruck, Temperatur passt. Dann gehen wir hier ganz nach vorne. Gehen ins Overhead, dann können wir den Generator free disconnecten, APU Bleed geht off und der APU Master geht off. Wir schalten das Cockpit noch dazu, machen die Pitot Heater noch on. Geht unser Taxi Light on und jetzt ganz wichtig hier der Gaslock geht off. Machen wir kurz einen Flight Control Check, Full Left, Full Right, Full Up und Full Down, Rudder Left, Rudder Right. Sieht gut aus. Genau. Dann unsere Klappen. Wir starten mit Klappen 18. Stellen wir uns hier ein. Flaps 18. Dann armen wir hier noch unsere Speed Brakes quasi. Wir können jetzt hier nicht auf dieses Takeoff-Schild klicken, dann stellt er uns hier die Speedbugs korrekt ein. Und dann sind wir eigentlich ready. Der Dämpfer können wir schon mal on machen. Unser Flight Director geht mal auf VOA Lock, dass wir den Flugplan angezeigt kriegen. Dann hier gehen wir auf 10 Grad Climb. Und das wollte ich jetzt noch. Ah, genau, das Runway Heading respektive prüfen, dass hier das auf GPS steht und dann drehen wir jetzt hier den Heading Bug auf Runway Heading. Müsste etwa so sein. Genau. Gut, dann texten wir mal zur Runway. Parking Brakes gehen off, geben ganz leicht Schub und rollen auch schon los. So, Wetter hat sie ein bisschen zugezogen. Gehen hier nach rechts.
regnet ganz leicht. Die Szenerie hier übrigens von RD Preset Rotterdam, wirklich sehr gelungene Szenerie, wie ich finde. Dann gehen wir nach rechts. Fire Brigade. Feuerwehr. So, hier hat die Szenerie wirklich ziemlich detailliert. War jetzt selber noch nicht in Rotterdam, aber ich denke, das kommt wahrscheinlich nicht schlecht hin. Werden bis zur hintersten Intersection rollen. Das ist ein Eyecatcher hier, dieses ist wahrscheinlich mit Gras angepflanzt und dann weiß angemalt. Hier der Feuerwehr-Testflieger. Die löschen üben können. Hier Rotterdam, The Hague Airport. Sieht cool aus. So, also die hinterste Intersection haben wir gesagt. Wir rollen gleich auf die Bahn. Wir sind ja nicht auf Watzim oder sonst wo. So, unsere Light gehen an, Taxi geht auf, Drops gehen noch on, der Rest sieht gut aus. So, wir haben ziemlich Wind hier, fast 20 Knoten von vorne links. Sagen. Geben wir hier mal ein bisschen Schub, schauen, ob die Engines stable sind. Takeoff Thrust ist
Dead, wir releasen. Ey, was reißt die Kiste so abartig gemacht? Wir reisen, wir rotieren, das kann doch nicht nur vom Wind sein, wow! Hier ab. So, wir climben hier. 400 Fuß. Drehen nach rechts. Flaps ab. So, das ist ja ganz schön bumpy hier. So, wir gehen hier Autopilot auf On, aktivieren hier den Beam und den EIS Mode. Wir steigen hier weiter direkt auf unser Cruise 25. Wir sehen, er hat jetzt hier den Flugplan bereits aufgenommen. Wir sehen das auch hier im Annunciator-Board. Wir sind im Flight Director, im GPS und im Autopilot, EIS. So 120 Knoten, das ist perfekt. Genau die Speed Restriction, die wir hier haben, und steigen jetzt hier auf 250. Wirklich schlechtes Wetter. Ich glaube, wir machen hier das MTIS mal auf Auto. Der Sache nicht so ganz. So, wir gehen hier mit den Schaltern auf Climb. Passieren gleich 8000 Fuß. Wir sehen hier noch einen schönen Regenbogen hinter uns. Transition haben wir schon längst hinter uns, das heißt, wir können hier Standard Baro 013. Wir gehen jetzt hier Richtung nicht Udi, Romeo Delta 162. So, wir sind gleich bei 10.000 Fuß, das heißt, unsere Lichter gehen off hier. Alles sieht stable aus, außer die Sicht.
auch, habe ich vorher gar nicht gezeigt, die Kabine. Also die ist natürlich auch schön gemacht, muss ich sagen. Man kann ja auch die Beleuchtung und so weiter steuern. Also ich finde die hübsch. So, 12.000 Fuß, immer noch mit den 220 unterwegs, und 2.000 Fuß Climb Rate. Wetter drin. Mal die Meter genau anschauen. Was haben wir denn hier? Wetter 6000 Brocken, 1215 Gewitterwolken noch. Ja, sollten wir aber demnächst da nicht aus den Wolken rauskommen, hoffe ich mal. Wie sieht denn das in Stuttgart aus? Ja, da sollte eigentlich besseres Wetter sein. Hä? So, wir kommen in die Nähe von 15.000 und durchbrechen tatsächlich die Wolkendecke. Also das stimmt wirklich sehr gut hier. Jetzt gerade noch, wir hatten da 40 Knoten Böen in Rotterdam. Ich glaube, jetzt ist klar, wieso wir da ein bisschen schief von der Bahn abgehoben sind. Aber Flugplan fliegt doch alles sauber ab hier. Es scheint gut zu funktionieren. Zwar die große Störung eigentlich schon vorbei an Rotterdam, aber wir haben jetzt da durch müssen. Noch 6000 Fuß bis zu unserer Cruise Altitude. Outside Temperature 20, minus 20 Grad aktuell. Wir können jetzt Anti-Ice wieder off machen.
unser kleines Fensterchen, wie bei der PMDG, bei der 37, diese Eyebrow Windows oder die Madoc, die hat da oben glaube ich auch Fenster, ja, die hat da auch so Fenster. Bisschen übersichtlicher hier. Denn wir haben auch nicht viel auf dem Wetterradar, das hier drin ist. Noch 1500 Fuß, dann haben wir es geschafft hier. So, gleich haben wir es geschafft. Auf unseren Speed aufpassen.
das wieder auf 0 tun. Hier vorne haben wir gesehen, dass das dann einfach hier auf diesen 10 Grad bleibt. So, ich glaube, das passt, können wir so lassen, sollten hier nicht in den Overspeed rein rappern. Der beschleunigt immer noch ganz leicht. Jetzt mal hier minimal. Sind wir bei gut 92. Und der Speed ist stabil hier. Hä? Immer noch ganz leicht zu. Gehen wir auf 90, hä? Sieht's besser aus. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir in die Nähe des Top of Descent kommen. Genießt die Aussicht und bis gleich.
So, dann kümmern wir uns mal um unsere Landung. Stuttgart. Nochmal kurz das Wetter an. 207 Knoten, dann macht die 25 auf jeden Fall Sinn. Über die KRH von Whisky, das sollte auch gut sein. Und dann nehmen wir hier das ILS 25. Wir kommen hier über das KRH VOR 120. Dann hier 90 und bei unser sollten wir dann auf 4000 sein. Wir haben wieder ziemlich Wind hier oben, 50 Knoten von der Seite. Dann geben wir die Arrival mal so ein. KH1 Whisky hat er bereits übernommen. KH1 Whisky. Und Approach nehmen wir das ILS 25. Vectors laden wir uns rein. Wir auf der Karte an. Das sieht sehr gut aus. Und wir, ja, da haben wir dann noch die Vektoren. Das werden dann hier mit Heading ins ILS reinfliegen. Sollte uns eigentlich hier auch ein POD anzeigen. Zero, die sind hier auch nicht drin. Rechnen wir schnell aus, 120, wir sind auf 250, sind 130 mal 3 sind 39 Meilen, noch ein bisschen Reserve, machen wir mal 50 Meilen, dann sind wir, wo sind wir? Kurz vor Ladder. Hier etwa. Müssen wir schon bald in den Descent. Haben noch 50 Meilen bis nach Ladder. Übrigens hier neben dem künstlichen Horizont, das ist eigentlich unsere Speed-Anzeige. Und wenn ich hier
den Referenzspeed eindrehe, dann seht ihr da, sehe ich hier so quasi, bin ich zu schnell oder zu langsam. Werden. Wow! Was war denn das? Ganz üble Turbulenz. Nein, ihr sollt mit 270 sinken. Wir können uns mal das ILS bereits einstellen, das ist 199. Drehen wir uns hier ein, 199. Und das CRS ist 252. Okay. 53. Standby. Das U3. Wir kommen hier an diesen Lüneburg VOR und drehen dann hier ins ILS ein. Unser ist 4000. Schauen wir, dass wir hier bereits bei Lüneburg etwa 4000 sind, dass wir hier sicher sauber unter den Glide-Slope reinkommen. Unser Minima ist 106, ne, 114, und Mr. Approach wäre geradeaus, climb straight und dann rechts auf 5000, zurück zum Lüneburg VOR. Wir nehmen jetzt mal ein bisschen Schub raus, dass wir hier mit dem Speed runterkommen auf unserem Descent Speed. Drehen wir mal die 120 ein. Sobald wir auf unserem Descent Speed sind, gehen wir hier wieder in den EIS Mode. Jetzt. Dann sollte er nicht in den Descent gehen, genau. Dann geben wir hier so viel Schub, dass wir etwa bei 2000. Ja, ungefähr bei 2000 das Horn geht auf die Nerven, so 2000 hier 270 sind wir im Descent.
das Heading hier mal so in die Richtung, wo wir fliegen. Zigtausend. Sehen wir hier die Anzeige, wir sind noch ein bisschen zu schnell. Das können wir jetzt mal vernachlässigen. Gehen wir gleich weiter bis runter zu den 4000. QNH in Stuttgart ist 1011, das können wir uns rein theoretisch bereits eindrehen. Ja, danke. Hier inbound Kilo Romeo Hotel. Unsere Decision High. Ja, was habe ich gesagt? 140? Nein. 114. So, wir passieren gleich 15.000. Hier definitiv besser das Wetter in Stuttgart. Die sind gerade nicht.
110. Unsere Lichter gehen an. Noch nicht in Sicht. Multitude Alert. Drehen uns das Heading hier mal auf den aktuellen Kurs. So, wir sind jetzt hier in den Höhenhaltungsmodus gewechselt und ich schalte jetzt hier auch in den Heading Mode, wechseln den Flight Director noch in den Heading Mode, respektive können wir eigentlich direkt auf den Light Slope gehen. Wir sehen hier, die Speed bricht jetzt langsam zusammen.
schon wieder leicht Schub. To 0 knots. So, dann wechseln wir hier auf Localizer, dann sehen wir nämlich hier den Localizer angezeigt. Bleiben jetzt so, fliegen bis hier hin und dann machen wir hier einen Right-Turn auf den Localizer. Wenn alles gut geht. Zero knots. So, die TTS-Switches hier gehen wieder auf Takeoff, wir armen Speed Brakes oder Spoilers oder wie man dem immer sagen will. So, hier sehen wir den Glide Slope auch angezeigt. ILS Empfang hat er hier schon. Hier sehen wir den Glide Slope auch. Keine Distanzanzeige. Ist okay, 190 Knoten wäre schon fast ein bisschen zu langsam. So, wir machen mal Flaps 1.
oder Flaps X. Geht wieder leicht runter, 180 Knoten. So, gleich gehen wir in den Right-Turn. So, dann gehen wir in den Right-Turn. Selbst du. Lassen, dass wir hier nicht absaufen. So, und jetzt drehen wir ins ILS. Aktivieren den Localizer. Localizer ist alive. Flight Slope haben wir auch. 500. Heat 170 ist auch okay. Gear down. Localizer ist gecaptured. Glide slope ist alive. Wir aktivieren den Glide. Sehen wir auch schon die Runway. Flight Slope kommt. Heat aufpassen. So, wir sind im Gleitpfad drin.
bleibt's cool. Die immer gut aufpassen. Ich würde sagen, wir sind stable. Wind haben wir 11 Knoten von vorne links. Die Runway ist inside. Gear ist down. Sagen der Autopilot. Geht raus, ja, Tempo geht raus. Fühlt sich aber doch ziemlich bumpy an hier. Continue. So, wir vacaten hier. Apps gehen rein. So, das war doch ganz ordentlich. Wir texten hier gleich geradeaus. Die
Breaks. Was ist mit dem? Musik ist nice im Hintergrund, das kommt aus der Kabine. Wechseln wir da vorne noch schön prominent vor das Terminal. Auch hier RD-Preset Stuttgart. Also von RD-Preset-Szenerie zu RD-Preset-Szenerie. Auch die extrem geil. Kann es gar nicht anders sagen. Hatten Sie ja da mal im Stream schon angeschaut, sehr detailliert. Unsere Light. Taxi. So, also, wo werfen wir uns hier hin? Da noch ein Stückchen weiter. Eigentlich müssen die Stands von beiden Seiten her sein. In Stuttgart ist das sonst echt hässlich, aber hier das, die Szenerie, die sieht wirklich wie aus. Gut. Na, wir texten hier kurz rum, dass wir uns da richtig hinstellen können. Könnten uns eigentlich auch an ein Gate stellen. Wieso auch nicht? Macht man zwar eher nicht mit so einem Flieger, aber ich glaube, so stehen wir ganz gut. Dann setzen wir hier mal die Parking Brake und connecten den Generator.
So, dann ist der auf On. Können die Jog setzen. Dann Power. Und dann schalten wir hier Reverb 1, Reverb 2, Get Off, Transponder, Get Off. Lights gehen off, Snap, Beacon, alles off, Fuel Pumps gehen off, Window Heater gehen off, Heater geht off, Signs gehen off. Connecten die Ground Power, können wir die APU wieder abschalten. Dann machen wir die Packstüre auf und dann können wir das Geländer jetzt noch unterlassen, dass wir hier mit der Jetway connecten können. Hoffe ich. Ja, geht. Jetway kommt auch. Sehr gut. Uff, ja, ist nicht. Kommt gar nicht so weit runter, alles klar. Eben, wie gesagt, nicht ideal, der Flieger an dem Gate. Aber ich würde sagen, wir sind ja ganz passabel nach Stuttgart gekommen. Ja. Soweit der Flieger runtergefahren, oder im Turnaround-Modus sozusagen. Dann würde ich sagen, starten wir hier drin noch das E-Boarding. Hoffen wir mal, es funktioniert. Sieht's mal gut aus. Irgendetwas, wenn wir Glück haben, sehen wir hier sogar die Passengers dann rauslaufen. Das wäre dann das höchste der Gefühle. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich konnte es verständlich erklären und ihr könnt vielleicht etwas davon rausziehen für euch selber und auch mal mit der Fokker F28 eine Runde fliegen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und lasst ein Abo oder einen Like da und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Danke. Ciao zusammen.